Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dark Souls 2. Jetzt werden wir uns mal hier diesen beiden netten Gesellen widmen. Mal kann ich sogar anvisieren. Ja, kriegen mich nicht. Allerdings, wenn du da stehen bleibst, kann ich dich auch nicht mit dem Autofokus nehmen. Ah, das ist ein Windmühlenrad. Dachte gerade schon. Du kommst jetzt auch nicht auf die Idee, hochzukrabbeln, oder? Nee. Dann so. Ich hätte auch ganz gern so ein Reittier. Bestimmt voll praktisch. Dann haben wir dich ja gleich erledigt. Okay, der wäre weg. Da ist ja noch der zweite. Ist auch praktisch, dass wir die jetzt zusammen angetriggert haben. Und dass du jetzt einfach hier stehen bleibst. Viel mehr Schaden machen wir eigentlich gar nicht, wenn wir dem jetzt hier reinschießen, also in den Kopf. Gerade nochmal das Headset richten müssten. Sorry für das Geknarze dann, eventuell. Fast 50 Schuss verballert an euch beiden. Aber dafür gefahrlos ausgeschaltet. Okay, wir haben ja noch eine ganze Menge Loot drin. Allerdings würde ich ganz gern mal wissen, was du so drauf hast. Wahrscheinlich eine Menge mit dem Riesenhammer. Okay. Ist auch nicht so viel Platz zum Ausweichen hier. Ich soll vielleicht auch nicht in die Richtung rollen, die er haut. Wieso ist denn schon wieder der Degen ausgewählt? Ich glaube, ich muss den mal rausmachen. Eine Titanitscheibe. Nett. Schwäche Finsternis, okay. Und ich muss mal kurz einen kleinen Stopp machen. So, da wäre ich wieder zurück. Gerade an der Tür geklingelt. Weiß auch nicht genau, da ich vergessen habe, die Stoppuhr zu stoppen. Entgegen ihrem Namen. Oh, da ist noch einer davon. Da oben geht es auch noch irgendwie hoch. Gut, Kollege. Uiuiui. Na, zumindest lasse ich mit drei Schlägen weghauen und wir staggern sie halt auch schon ein bisschen. Dann gehe ich doch erstmal oben gucken, was uns da so erwartet. Also kann sein, dass die Folge jetzt etwas länger oder etwas kürzer wird. Kann ich jetzt noch nicht so ganz sagen. Ah, da haben wir Glück gehabt, sonst hätte uns wahrscheinlich mit so einem Rundumschlag noch erwischt. So, und was ich mal ausprobieren wollte, was wohl angeblich funktioniert, wenn wir... Mensch. Mit den Pfeilen. Wir haben ja jetzt noch diese Feuerpfeile. Ich würde nämlich ganz gern mal den Eisenpfeil nehmen. Kann ich damit jetzt hier diese Dinger zerschießen? Ach, ich sollte auch vielleicht mal den Bogen ausrüsten. So. Nein.
Aber solange wir einfach laufen, sollte das ja kein Problem sein. Wen haben wir da unten? Das ist, glaube ich, kaputt gegangen, oder? Ja. Irrenspitze. Schon wieder ein neues Gebiet. Na, was haben wir denn hier? Gift und Pilze. Okay, bei denen starker Angriff machen. Oh, zwei von denen. Das ist nicht gut, weil ich habe hier relativ wenig Platz. Muss ich ja sagen. Willst du jetzt eine Sprungattacke machen? Na, du Arsch. Okay. Unten scheint noch einer von diesen Pilzen zu sein. Aber erstmal dich. Ja. Oh, da ist ja noch einer. Hallo, mein Freund. Wie geht's dir denn so? Und was habt ihr zu droppen? Glatten seidigen Stein. Okay, zack. Oh, sogar Backstep geht bei denen. Na gut, macht Sinn, die sind ja auch relativ menschenähnlich. Da hinten ist eine Nebelwand, da möchte ich nicht durch, da wartet bestimmt ein Boss. Also zumindest jetzt noch nicht. Da sind ja diese Pilzdinger. Können wir euch anlocken, ohne dass der andere da mitkommt? Das sind Spinnen. Einmal. Ja, der giftet hier ein wenig durch die Gegend. Wenn du damit fertig bist, würde ich dich ganz gerne töten. Ja, scheinbar haben die dann gerade so 310 Lebenspunkte oder so, dass wir es halt nicht, gerade nicht mit einem Schlag erledigen können. Da ist aber noch ein dicker, also noch Pilze. Und noch ein dicker, oder? Also so ein Hammertyp, genau. Der MC Hammer. Gut, bitte den Pilz, nur. Ja, ich hoffe, das war auch nur der Pilz, den wir angelockt haben. Hier wäre übrigens ein Leuchtfeuer ganz nett, dass ich nicht bei den Viechern da unten wieder vorbei muss. Obwohl, rein theoretisch kann ich die auch links liegen lassen. Also ich meine jetzt die großen in dem... Ah, nett. In dem Ding. Eine Truhe haben wir hier. Ja, und wie gesagt, ihn hier. Mann, sind wir hinterhältig. Ich meine, wenn der ja auch so verträumt die Wand anstarrt. Ist das eine giftige Truhe? Glück gehabt. Und eine Fackel. Nicht hier, sondern hier. Falle voraus. Ja, danke. Die Fässer lasse ich mal. Wie gesagt, Nebelwand jetzt gerade nicht. Gerade guckt, ob mir das irgendwas bringt, wenn ich mich hier runterfallen lasse, aber da können wir auch einfach normal hingehen und uns die Lebensenergie sparen. So, ich glaube, da ist jetzt so ein Pilz drin. Du fängst... Ach, wir können da runter droppen. Alles klar. Dann machen wir das doch mal. Mit einem wunderschönen Sprungangriff. Hoffe ich mal, dass er wunderschön wird. Und vor allem sprunghaft. Ja, super. Also nicht. Nächster Versuch. So jetzt? Ja, so ist besser. Okay, hier hinten gibt es noch was Feines. Noch ein Skeptiker-Gewürz. Das war's. Ich schaue mir mal an, was das überhaupt ist. Ich glaube, das haben wir uns nämlich noch gar nicht angeschaut. Ach, da haben wir es einmal Dämmerungskraut, einmal verwelktes Dämmerungskraut. Finsterschaden. Könnte ich vielleicht auch irgendwann mal benutzen.
Rötliches Wasser. Fackeldinger. Was haben wir? Oh, wir haben jede Menge Seelen. Also verhältnismäßig. Ja, doch. Ah, das hat man nicht. Senkt benötigte Intelligenz eines Zaubers um 1. Ein Gewürz mit merkwürdigem Aroma. Ein Zauber verlangt Hingabe vom Wirkenden. Doch dieses Gewürz ermöglicht es, einen Zauber mit einer um 1 verringerten Intelligenz zu nutzen. Funktioniert nur mit der Unterstützung einer bestimmten Person. Das Gewürz erhöht eure Intelligenz nicht, sondern senkt die Anforderungen. Okay, dann könnten wir halt einen Zauber benutzen, den wir halt so nicht benutzen könnte. Den Duftzweig. Und das Skeptiker, ach, senkt den benötigten Willen eines Zaubers. Gut, von den seidigen Steinen haben wir auch hier eine Menge. Momentan. So, dann könnten wir, glaube ich, noch dahin. Da sind erstaunlich viele Blutflecken, aber ich glaube, das hat ja auch einfach nichts zu sagen. Ist das da unten Loot oder spiegelt sich da nur irgendwas? Hier geht es aber auch noch weiter. Dann versuchen wir erstmal diesen Sprung. Super. Ah, Instant Death. Ja, wie gesagt, mit dem Springen muss ich mir nochmal anschauen. Ich dachte, wir könnten das überleben. Scheinbar nicht. Dann lasse ich die unten jetzt einfach mal vor sich hin laufen, da. Die können mir rein theoretisch nicht gefährlich werden. Hier, euch da, meine ich. Die zaubern ja nur unten auf dieser Ebene. Dann erledigen wir erstmal ihn. So, hau zu. Komm, hau zu. Ja. Dann hauen wir zu. Ach, ja genau, da waren wir jetzt einfach zu weit weg, dass wir nicht direkt angreifen konnten. Und das hat uns dann zerlegt. Oder zumindest mal einmal Schaden zugefügt. Oh, wir können hier, glaube ich, auch noch überlaufen. Jupp. Licht voraus. In Bewegung bleiben. Kommt jetzt irgendwas gerollt? Da ist was Größeres, schätze ich. Ah, wieder einer von denen. Ich hoffe, er ist alleine. Scheint aber der Fall zu sein. So. Wieder zu gierig geworden. Meine Güte, das kann doch nicht sein. So, stirb. Von da kommen wir ja, oder? Mhm. Hier ist nichts. So richtig viel nichts. Und hier eine relativ große Kammer. Ah. Wir können hier niederknien und einen Eid leisten. Erstmal Geste lernen. Gelobt sei die Sonne. Ist das hier vielleicht ein alter Altar von, ja, der sieht auch ein bisschen aus wie dieser eine Altar, den wir damals unter dem Drachen gefunden haben in der Untotenfestung. Wir haben den Eid der Sonne gefunden. Das gibt auch eine Errungenschaft. Das ist schön. Ja. Leisten wir doch mal den Sonneneid. Gucken, was der bringt. Wir haben ein Sonnensiegel erhalten. Okay, und? Ich gebe mal die Medaille ab. Ach, wir besitzen keine Opfergaben. Dann schauen wir uns noch mal das Sonnensiegel an. Das ist wo? Das ist das Finstersymbol.
Gehen wir das hier doch mal alles durch. Das da. Dies ist der Ring des Eids der Erben der Sonne. Er erhöht die Angriffskraft mit Wundern ein wenig. Die Verehrung der Sonne, nur noch ein vergessener Glaube, war einst unter den großen Kriegern weit verbreitet. Mitglieder dieses Eides können ihre goldenen Zeichen zurücklassen, um leichter von ihren Brüdern für ein ausgelassenes Zusammenspiel beschworen zu werden. Schön. Ja, sonst haben wir, glaube ich, hier nichts Neues. Oder? Da unsere Schlüssel. Stimmt, die Schlüssel, die habe ich mir ja noch nicht angeguckt. Das verspreche ich seit Folgen, dass ich mir die mal anschaue. Leningrasts Schlüssel. Der Schlüssel von Schmied Leningrast aus Majula. Majula, das Land der ins Exil gegangenen, besteht aus verlassenen alten Hütten. In einem dieser Häuser hat Leningrast seine Werkstatt erbaut. Der Hausschlüssel. Schlüssel zum verlassenen Haus in Majula, von Kale, dem Kartografen, erhalten. Majula diente einst als Halde für Scheußliches. Heute ist es jedoch ein Hort all jener, die nicht wissen, wohin. Dieses Haus in Majula war offenbar die letzte Zuflucht einiger solcher Seelen. Soldatenschlüssel. Der Schlüssel zur Soldatentür im Wald der gefallenen Riesen. Für den Kampf gegen die Riesen wurde im Wald eine Festung errichtet. Doch nun sind die Soldaten Untergang und zu Hüllen geworden. Geschwächt sind sie, doch nicht ehrlos. Und so verteidigen sie ihr Land nach wie vor hartnäckig. Alles klar. Ja, das ist wirklich noch, es gibt noch ein bisschen was an Hintergrundinfos. Von daher lohnt es sich echt, die mal durchzulesen. Der Untotenkerkerschlüssel. Der Schlüssel zum Gefängnis im Jägerhain. Die Untotenjagden zur Zeit des alten Eisenkönigs spielten sich in diesem Wald ab. Und die Zellen, in denen man die Untoten sperrte, gibt es dort noch immer. Der Unterschied zwischen Wärtern und Gefangenen wurde jedoch mit der Zeit verwischt. Dann haben wir noch einen uralten Schlüssel. Dieser Schlüssel ist sehr alt, doch in sehr gutem Zustand. Er könnte also noch funktionieren. Zu welchem Schloss er wohl passen mag? Ich weiß gar nicht, ob wir den jetzt schon benutzt haben. Dann schauen wir uns hier noch ein bisschen weiter um. Ein paar Minuten haben wir, glaube ich, noch. Lügner voraus. Übrigens totstellen. Sonst haben wir hier ja nichts, oder? Was haben wir denn hier an Nachrichten? Hier ein Traum. Gelobt sei die Sonne, ja. Okay, sonst ist hier wohl scheinbar nichts. Dann gehen wir mal wieder zurück. Hier in Bewegung bleiben, wie schon angedeutet. Und dann werden wir, ja, ich denke erstmal ihn hier rauslocken. Roll dich doch mal anständig weg. Da war eindeutig zu wenig Platz und ich habe das mit dem Ausweichen irgendwie nicht mehr so wirklich drauf. Na gut, dann erlegen wir die zwei mit dem Hammer nochmal. Memo an mich selbst, irgendwo hingehen, wo Platz ist. Ich denke, das, ja gut, hat es wieder ein paar Seelen gekostet, aber wie gesagt, darüber mache ich mir gar keine Gedanken mehr. So. Hörst du vielleicht mal auf mit deiner... Ich muss hinter den kommen, so wird das nämlich nichts. Jetzt roll doch mal vorbei, Mensch! Ich glaube, wir machen mal hier Schluss. An der Stelle dann vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Ich ja auch bis zum letzten jetzt. Na gut, wie gesagt, ich muss mich jetzt einfach mal wieder konzentrieren, ein bisschen in das Rollen wieder reinkommen und ausweichen. Ja, ich glaube, das mit dem 0,1% Gewicht, das macht schon ein bisschen was aus. Also, wir sind ein Stück langsamer als vorher. Alles dieser neue Ring schuld. Also jetzt nicht der Siegelring, sondern halt der andere.
Dafür gibt es mehr Erfahrungspunkte von den Gegnern. Aber wenn ich sie immer verschwenden oder verrauschen lasse, bringt sie ja auch nichts. Naja, dann bis zum nächsten Mal, hoffe ich. Bis dann. Ciao, ciao.